Einen riesigen Empfang wollten hunderte Fans ihrer Nationalmannschaft am Frankfurter Flughafen bereiten. Doch nach 5 Wochen WM und 10 Stunden Rückflug aus Südafrika zeigten sich die Kicker eher müde und scheu und mieden das Bad in der Menge. Miroslav Klose war einer der ersten Rückkehrer, die sich durch den Hinterausgang auf in den Urlaub machten. Nicht jedoch ohne einen kleinen Fan glücklich zu machen. Andere gingen leer aus, waren enttäuscht. Ja, aber hallo, ja. Absolut. Mindestens ein kurzer Blick oder einmal kurz hierher kommen, das ist richtig, richtig, richtig scheiße. Das ist recht. Eigentlich haben die auch eine gewisse Pflicht, den Fans wenigstens mal entgegenzukommen, aber. Dass sie wenigstens aussteigen, die Leute begrüßen, da sind Kinder dabei und also traurig. Um 6.18 Uhr, eine Viertelstunde früher als erwartet, landete die deutsche Mannschaft mit dem Sonderflieger LH2010 auf dem Frankfurter Flughafen, um von dort in den wohlverdienten Urlaub zu starten. Lediglich Per Mertesacker war nicht mit an Bord. Er startete bereits von Südafrika aus in seine Freizeit. Und auch wenn Bundestrainer Joachim Löw und seine Elf den Pokal nicht mit nach Hause brachten, immerhin haben sie mit Thomas Müller den besten Jungprofi und Torschützenkönig der WM 2010. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe jetzt kurz im Flieger noch mit Thomas gesprochen, wie die erste Nacht war nach dem Torschützenkönig. Er ist erleichtert, er ist froh, hat gestern noch kurz mitgefiebert. Und wenn man sieht, 2006 war ich jetzt, 2010 ist er, sind zweimal zwei Deutsche und das ist schon ein schönes Gefühl. Super Erfolg, auch da herzliche Gratulation. Er hat ein tolles Turnier gespielt und hat einfach seine Bedeutung auch für die Mannschaft gezeigt, aber ich denke, unabhängig von den Einzelleistungen hat die komplette Mannschaft überzeugt, so wie sie hier gemeinsam aufgetreten ist. Durch den Nachtflug verpasste die Mannschaft das Finale zwischen dem neuen Weltmeister Spanien und den Niederlanden. DFB-Präsident Theo Zwanziger hätte wohl lieber noch im Stadion als bereits im Flugzeugsessel gesessen. Ja, das ist Sport. Das ist natürlich, wenn du verlierst, ist nie so schön, wie wenn du gewinnst. Aber ich denke, die Mannschaft hat Großartiges geleistet. Und ein bisschen traurig sind wir natürlich, denn ich denke, wir hätten es eigentlich drin gehabt gegen die beiden, die im Endspiel waren. Die erste WM auf afrikanischem Boden ist Geschichte. Joachim Löw wird sich noch etwas Zeit nehmen, bevor er sich für oder gegen ein weiteres großes Turnier als Bundestrainer entscheidet. Yogi! Yogi! Yogi!